Willkommen zurück, meine kreativen Herzchen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn du neu hier bist, hi, ich bin Yvette und ich freue mich, dass du hier zu meinem Bullet Journal gefunden hast. Herzlich willkommen. Wir planen heute gemeinsam den März und ich habe so eine Vision. Wir heben ab. Wir legen los. Ihr seht schon, ich habe mich für das Thema Heißluftballon und Lüfte entschieden. Ich finde es einfach romantisch, verspielt. Ich finde, das ist ein wunderschönes Bild. Ich mag dieses Motiv einfach unfassbar gerne und starte bei dem Deckblatt für den März, aber mit einem Umriss und das aus lauter Blumen und Blüten und Blättern. Ich mag das einfach, wenn das so ein bisschen filigran drumherum spielt. Ich habe hier mit Rosen gearbeitet und anderen verschiedenen Blumen, da mal ein bisschen dichter und nach oben hin ein bisschen schmaler verlaufend, da einfach eher so mit Gräsern wieder gearbeitet oder mit kleinen Blüten, um dann einfach anschließend von der Ranke in den Schriftzug März überzugehen. Den habe ich erstmal ganz zart geschrieben. Die Monatsübersicht in Kurzfassung setze ich mir in die Mitte, weil ich finde einfach, dann ist das ganze Bild so stimmig. Ja, das macht wieder ein bisschen Arbeit, aber ich finde einfach, die Optik ist hier schon einfach rund dadurch. Bei der Gestaltung arbeite ich wieder mit den Brush Pens. Ich liebe es einfach, weil man zart, kräftig, man kann super schön variieren. Und das macht einfach Spaß, da ein bisschen Schatten noch zu setzen. Daher zeichne ich alles eher so ein bisschen blasser an und gehe dann immer so im zweiten, dritten Schritt nochmal drüber und intensiviere die Farbe, setze so ein bisschen Charakterzüge in die einzelnen Blumen. Und ich finde, da ist das Ganze so ein bisschen lebendiger, so ein bisschen echter, einfach so ein Funken mehr. Das ist wenig Zeit, die dafür drauf geht, aber irgendwie wirkt das Bild an sich einfach viel, viel stimmiger. Den Ballonkorb, den habe ich jetzt in Grau gehalten und habe eben noch so ein paar Striche, die so ein bisschen die Textur des Korbes andeuten sollen, hinzugefügt und das Ganze auch wieder sehr, sehr weich gehalten, mit den Wasserpennen wieder gearbeitet. Ich finde, das ist einfach dann so zurückgenommen und trotzdem da. Wisst ihr, was ich meine? Oh, ich mag das einfach. Wir kommen zu der Seite mit den Terminen. Auch hier kommen natürlich wieder die Heißluftballons. Und um das Ganze so stimmig zu machen, habe ich eben an die Heißluftballons selbst Blumendekoration angebracht. Oder einen Wimpelzug oder einen Wimpelzug eben unten am Korb. Die Ballons sind auch in Bewegung, dass einfach so ein bisschen Dynamik ins Bild kommt. Bei der Überschrift habe ich einen Banner gewählt, der eben so schön nach hinten gewellt ist. Und da trage ich ganz zart einfach in großen Buchstaben Termine ein. Und im Hintergrund setze ich dann eben nochmal so Blümchen, die so ein bisschen hervorschauen. Und da habe ich eben wieder drei Spalten. Die erste für mich, die zweite für meine Krümelis, also meine zwei Schätzchen, meine Kleinen. Und die dritte für meinen Mann. Ich liste mir natürlich alle Monatstage auf, um dann einfach die jeweiligen Termine gut eintragen zu können und für mich als Mama einfach so einen Überblick zu haben, was denn so anfällt und wer wo wann irgendwas zu tun hat und wie ich das Ganze managen muss. Ist klar. Wir kommen zur Wochengestaltung und da bin ich mit euch wirklich in den Himmel gegangen. Der Monat startet ja aber erstmal nur mit Freitag, Samstag, Sonntag. Deswegen sind auf dieser ersten Seite eben nur drei Rechtecke und ich zeichne mir die eben frei ohne Lineal, weil ich finde, das gibt dem Ganzen so ein bisschen mehr Charme. Und ich habe das Ganze in Rechtecken gehalten. Ich habe mich dieses Mal dafür entschieden, die Woche komplett auf ein Blatt zu packen. Ich gucke mal, wie ich damit zurechtkomme. Ich hatte in den vergangenen Wochen einfach zu viel Platz, den ich eigentlich verschwendet habe. Deswegen, ich probiere es nochmal mit dieser einen Seite, mal gucken, wie ich damit fahre. Und oben links, da gebe ich dann einmal eine kleine Wolke an, die dann mit dem Wochentag bestückt wird. Und ganz rechts in die Ecke kommt dann zum Schluss das Datum. Im Hintergrund sind eben dann Wolkenzüge zu sehen. Da wirklich frei nach Gemüt, wie mir gerade war, habe ich da die jeweiligen Bögen gezogen und habe einfach geguckt, wie es mir am besten auf dem Blatt angeordnet gefällt. Eine To-Do-Liste darf natürlich auf der Seite nicht fehlen. Und diesmal habe ich mir einfach Kästchen davor gesetzt, die ich entweder mit einem X bestücke für nicht geschafft oder mit einem Haken abhake für erledigt. Und auch hier sind wieder diese Heißluftballons mit den Blumen verziert. Ich bin hier auch wieder ganz zart nur mit den Farben rein, habe nur mit Rosa und diesem Aprikot gearbeitet und ein bisschen Grün.
Und der Korb ist wieder grau. Auch die Farbe habe ich immer wieder so ein bisschen aufgebaut, dass einfach so ein bisschen Schatten entsteht, dass das Ganze dreidimensionaler und ein bisschen lebendiger wirkt. Wir kommen zur ersten vollen Woche im März und da bin ich, wie auch schon bei der Vorseite, mit den Rechtecken hier vorgegangen und habe eben an der Seite noch so einen Schatten gezogen, was dem Ganzen auch wieder ein bisschen mehr Pep gibt. Ich finde, da ist einfach so ein bisschen mehr Dynamik da. Mir macht das Spaß, wenn da so ein kleines Gadget noch mit extra dabei ist. Hier habe ich eben nochmal Platz für so Notizen, die mir gerade so in den Sinn kommen. Ich finde das immer schön, wenn man da so einen kleinen Platz für hat. Das zieht sich auch natürlich in die dritte Woche. Auch hier habe ich wieder mit Wimpeln gearbeitet und kleinen Blümchen, auch den Wolken im Hintergrund. Und ich finde, dadurch, dass ich eben kein Lineal für die Rechtecke benutzt habe, passt das Ganze viel stimmiger zu den Wolken, die eben da so im Hintergrund hervorscheinen. Bei der Tracker-Seite dürfen natürlich die Heißluftballons auch nicht fehlen. Das zieht sich komplett durch den Monat, um einfach so ein stimmiges Bild zu haben. Auch die Wolken sind hier wieder präsent. Mein erster Tracker ist diesmal wieder mein Social Media Tracker. Einmal für meinen Beauty-Kanal und einmal hier für mein Bullet Journal. Diesmal habe ich einfach mittig das Datum bis nach unten geschrieben, um dann rechts und links einfach die Kreuze machen zu können, wann ich wo was gepostet habe. Das hat mir im vergangenen Monat schon super gut geholfen und auch sehr gut gefallen. Dass ich mich für zwei weitere Tracker entschieden habe, den Nails-Tracker habe ich im vergangenen Monat schon angefangen. Da sehe ich einfach, wann ich meine Gelmodellage neu aufgefüllt habe und kann einfach gucken, wie oft ich das denn so im Monat mache, weil manchmal vergisst man das. Und ich habe auch noch einen Blogpost hinzugefügt, damit ich sehen kann, na, kommt denn auch auf der Website was? Ihr könnt übrigens auf dem i mal direkt dort vorbeischauen und gucken, was ihr da Tolles findet. Da sind nämlich immer extra Infos für euch, wie zum Beispiel für Mamas, wie plant man eine Kita-Eingewöhnung oder solche Sachen. Da kommt auf jeden Fall ganz Spannendes in nächster Zeit. Dann habe ich mir hier noch ein Nicht-Vergessen-Schild gemacht, denn ich habe feste Upload-Tage und an die muss ich einfach so ein bisschen erinnert werden, weil sich das jetzt alles noch so ein bisschen einspielen muss mit den beiden Kanälen. Und da einfach nochmal neben dem Tracker nicht vergessen, Donnerstag und Sonntag, damit auch ihr Bescheid wisst, ist mein Bullet Journal dran. Und auch hier wieder mit ganz zarten Farben, immer ein bisschen aufgebaut, damit so ein bisschen Kontrast entsteht. Mein Bullet Journal hat mich auch zur nächsten Seite verleitet, denn da habe ich einen riesengroßen Heißluftballon gezeichnet. Auch wieder in den Wolken, hier ein bisschen mit Geschnörkel. Der ist hier auch noch mal ein bisschen voluminöser und noch mal ein bisschen abgerundeter an den Seiten, um eben meine YouTube-Entwicklung zu trackern. Um zu schauen, wann habe ich denn welche Ziele erreicht und wann ist denn was passiert, um das alles so ein bisschen in Erinnerung zu behalten. Ich finde, das ist eine ganz schöne Sache, auf die man immer wieder zurückschauen kann. Für mich ist das wirklich ein Herzensprojekt, deswegen freue ich mich, die einzelnen Felder nach und nach kolorieren zu können. Die Felder sind eben aufgeteilt in 5 Abonnenten, 10, 50, 70, 100 und dann bin ich in der nächsten Spalte eben 50er Schritte gegangen, oben in der obersten auch und dann in den Deko-Elementen ist dann eben diese ganz große Hausnummer, da geht es dann schon 100er Schritte, weil ich möchte ihn auch schon gerne eine Weile nutzen. Dann habe ich eine tolle Inspiration gesehen bei Ladies Lounge, also schaut unbedingt bei der lieben Nicole auch vorbei. Auch hier sind eben die Heißluftballons manchmal nur angeschnitten, mal schauen sie nur so im obersten Teil in die Seite, mal ragen sie aus dem Bild raus, mal fliegen sie quer eben über die Wolken im Schriftzug. Von 1 bis 31 habe ich jede Zeile durchnummeriert und nehme mir ganz fest vor, eben jeden Tag festzuhalten, was mich glücklich gemacht hat, was mir Schönes passiert ist oder was ich einfach zu schätzen wusste. Und deswegen nenne ich die Seite einfach himmlisch, wieder im Sinne des Heißluftballons. So, ihr kreativen Herzchen, das war's auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit mir den März zu planen und ihr seid auch im nächsten Video wieder da. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, ich bin raus. Adios, ciao und bye bye.